Das erwartet euch heute eine neue Episode der EAFC Hansa Rostock-Karriere. Der letzte Monat lief für Hansa Rostock unglaublich. Man hat alles gewonnen, durchgehend Siege gehabt in der Bundesliga und auch im DFB-Pokal. In der heutigen Folge haben wir echt starke Gegner mit der TSG Hoffenheim, Bayern und Leverkusen und den 1. FC Köln. Haben wir drei Anwärter auf die europäischen Top-Plätze in der Bundesliga. Wenn wir diese Vereine erfolgreich bestehen können, dann haben wir auf jeden Fall einen Champions-League-Platz sicher. Wie das Ganze ausgeht, seht ihr gleich. Des Weiteren auch die Vorbereitungen laufen bereits schon auf die kommende Saison. In der Zentrale sieht es ein bisschen mau aus und Hansa Rostock plant einen Deal, der eventuell einem Spieler nachahnt, der die neue Schaltzentrale im Mittelfeld sein könnte mit richtig dickem Rating. Wer das Ganze sein wird, das klärt sich in der Zukunft. Aber damit erstmal viel Spaß mit dieser Folge. Das seht ihr jetzt. Nur eine Stimme weniger als Platz 1, Hansa Rostock. Es ist die 51. Minute und der Typ schießt 5 Tore. Hallo Leute und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge der Hansa Rostock-Karriere hier auf meinem YouTube-Kanal. Wir sind in der vorletzten Folge der Saison angekommen. In der letzten Episode konnten wir uns Gott sei Dank ins DFB-Pokalfinale kämpfen, indem wir im Halbfinale den SV Werder Bremen ausgeschaltet haben und im Finale wird es gegen die Bayern gehen. Zudem haben wir festgestellt, dass es in der Liga wirklich echt eng ist, was die Platzierungen angeht. Wir gucken einmal ganz schnell rauf. Wir sind Dritter, wir sind punktgleich mit Eintracht Frankfurt. Wir sind ein Punkt vor RB Leipzig und dann haben wir Gott sei Dank ein etwas dickeres Polster auf die TSG Hoffenheim. Weil heute wird sich auch entscheiden, ob wir kommende Saison Champions League spielen oder nicht. Zudem sind die Gegner, gegen die es heute gehen wird in dieser Folge, alle mit oben mitplatziert. Ich meine, wir spielen gegen Hoffenheim, wir spielen gegen Leverkusen, wir spielen gegen Köln. Die sind hier alle auf der ersten Tabellenseite zu sehen. Zudem ist dann in der nächsten Folge noch das letzte Spiel in der Bundesliga-Saison gegen Borussia Dortmund, die aktuell auch Sechster sind. Und dann anschließend noch das DFB-Pokalfinale gegen die Bayern. Also das ist ein richtig heftiges Endprogramm, was wir dort haben. Ich hoffe, dass wir uns in dieser Folge wirklich in der Bundesliga gut positionieren können, dass wir eigentlich in dieser Folge schon alles klar machen können, dass wir dann nächste Folge uns mehr auf das Bayern-Spiel konzentrieren können und nicht unbedingt jetzt noch an Dortmund alles geben müssen. Aber gegen wen von den Vereinen, die heute zur Auswahl stehen, spielen wir denn heute eigentlich? Das Ganze habt ihr entschieden und darauf schauen wir jetzt. Es standen ja nur drei Vereine zur Auswahl mit der TSG Hoffenheim, mit Leverkusen und mit Köln und ihr habt euch tatsächlich für den 1. FC Köln entschieden. Das bedeutet, ich werde gegen die TSG und gegen Bayern 04 heute schnell simulieren, wobei ich könnte mir vorstellen, ich mache eine Stadionsimulation und da würde ich mich einfach mal für, ja, wir nehmen die Leverkusener. Gucken wir mal, was dort geht. TSG Hoffenheim wird schnell simuliert, Leverkusen Taktik, Ansicht und gegen den 1. FC Köln, wenn wir selbst spielen. Ja, und dann in der nächsten Folge haben wir halt Bundesliga mit Dortmund und Bayern. Da wird es keine Abstimmung geben, weil ich werde beide Spiele selbst spielen, Leute. Sowohl gegen Borussia Dortmund als auch gegen den FC Bayern. Dann werden wir am Ende der nächsten Folge, wenn wir noch in die kommende Saison reinspringen und dann den Kader für die vielleicht finale Saison anschauen. Wir wissen es nicht. Ich meine, es war erst unsere erste Champions-League-Saison, diese Saison. Aber wenn wir den Kader punktuell verstärken in der kommenden Sommertransferphase, dann sehe ich teilweise sogar schon Potenzial, dass es gut werden könnte. Wenn wir da im Zentrum nochmal nachlegen, wenn wir uns dort einen dicken Spieler holen. Mit der Verteidigung bin ich sehr zufrieden. So Leute, und werden wir jetzt hier gegen die TSG Hoffenheim hoffentlich einen entspannten Sieg holen. Soll natürlich immer gesagt sein, lasst gerne ein Like unter diesem Video da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Wir verlieren 3:2. Okay, das macht die ganze Sache jetzt wieder ein bisschen spannender, um ehrlich zu sein. Und damit habe ich nicht gerechnet, weil ich dachte, dass wir am ehesten noch gegen die TSG gewinnen. Dann müssen wir jetzt auch mal hoffen, dass Leipzig nicht gewinnt. Das wäre sehr gut. Die Frankfurter haben unentschieden gespielt. Das heißt, mit dem Sieg wären wir sogar auf Platz 2 vorgesprungen. Und rein theoretisch botteln die Bayern es irgendwie gerade so ein bisschen. Nur noch 6 Punkte Vorsprung auf Eintracht Frankfurt. So, RB Leipzig hat uns tatsächlich überholt. Es wird ein echt spannender Kampf um Platz 3. Beziehungsweise um Platz 2 sogar. Die Hoffenheimer mit dem Sieg gegen uns mischen da jetzt auch noch ein bisschen oben mit. Und Leute, mit dieser Formation gehen wir rein gegen Bayern und für Leverkusen aus jetzt in der Bay Arena. Und wir gehen in eine Taktikansicht und sehen uns gleich wieder. So Leute, wir sind in dieser Partie drin. Wir spielen gegen Bayern und für Leverkusen. Da haben wir Kaspar Janda auch schon mal im Ballbesitz. Und ich hoffe, dass wir hier nichts anbrennen lassen gegen die Werkself. Und da haben wir Christoph Scholles, legt den ab, Müller, direkt auf Unai Simon. Ich bin mir gerade nicht so wirklich mit der Tabellensituation bewusst. Und Gabriel Jesus bringt Bayern 04 Leverkusen mit 1:0 in Führung. Es ist Christopher Nkunku, okay. Der erste Schuss der Werkself sitzt mal. Und der ehemalige Leipzig und ehemalige Chelsea-Spieler ist da komplett frei. Was ist denn das für eine Lücke in unserer Viererkette? Da kann auch ein Elias Koch nichts machen. Und ich sage euch eins, sollte ich mich nicht am Ende für die Champions League qualifizieren, dann bin ich aber sowas von meinem Job los. Das bedeutet, meine Mannschaft muss jetzt hier ordentlich Gas geben und eine gute Leistung zeigen. Müller für Fofana. Fofana scheitert an Simon.
Die Ecke schlägt Kaspar Janda. Nach Standards sind wir eigentlich in der letzten Zeit gefährlich gewesen. Da haben wir Fofana erneut. Das ist Florian Wirtz. Der wird nicht angegriffen mit dem Übersteiger. Zieht ab und Lias Koch mit seiner ersten Parade. Nächste Möglichkeit. Das ist das 2:0. Erneut Christopher Nkunku nach 33 Minuten. Wieder geht es einfach mit einem einfachen Pass durchs Zentrum durch. Was da auch immer dann Harto macht, verstehe ich nicht. Er spielt den Ball nur ein bisschen, kann ihn nicht komplett wegklären. Und dann ist es erneut Christopher Nkunku mit dem 2:0 Doppelpack für den Franzosen. Und es sieht alles andere als rosig aus für Hansa Rostock. Wir müssen vor der Pause noch treffen, wenn wir eine Chance haben wollen. Aber es kam bisher nur diese zwei Möglichkeiten dabei rum. Und mit den Leistungen bestätigt er seine Form auch. Jetzt erneut Leverkusen im Zentrum. Elias Koch verhindert hier den lupenreinen Hattrick von Christopher Nkunku. Vorerst wieder greift die Mannschaft nicht ein. Frimpong über rechts doch nochmal die Chance für Leverkusen. Hier in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Bringt den Ball rein, ist aber dann trotzdem abgefangen. Und bitte klopp ihn einfach weg und es geht in die Halbzeit. Da muss sich was ändern für Hansa Rostock. Und ich merke es auch hier in diesem Spiel gegen Leverkusen, da müssen wir im Mittelfeld unbedingt was machen. Wir brauchen einen Kreativspieler, der ein deutlich höheres Rating hat. Da sind wir dann inzwischen mit Janda und mit Barrero mit ihren 82 und 83er Ratings dann doch vielleicht nicht so klasse aufgestellt. Rayleigh Lund, zieh doch ab, Junge. Aber das war eine super Kombination. Ein guter Anfang für die zweite Hälfte. Wenn Leverkusen zwei Tore in einer Halbzeit schießen kann, dann können wir das auch. Gute Balleroberung. Die Mannschaft spielt gut auf. Das ist Fofana. Gut über sich. Cholis. Was eine Parade von Unai Simon. Wir kommen nicht an dem Spanier vorbei. Und mittlerweile hätten wir uns unser Tor verdient. Zu 100%. Christos Cholis mit der anschließenden Ecke. Die kommt sogar sehr gut. Erneut gehalten. Fofana, komm. Er kommt nicht an den Ball ran. Hansa Rostock macht jetzt ordentlich Druck. Das ist Rayleigh. Komm, mach ihn rein. Auch er scheitert. Aber der zweite Schuss ist drin. Adam Rayleigh mit dem Anschlusstreffer für den FC Hansa Rostock nach etwas über einer Stunde. Und mal wieder ein Superpass von Kaspar Janda. Super gemacht, Rayleigh, dass er da aus kurze Eck zieht, ist ein bisschen blöd. Gott sei Dank, der Abpraller direkt nochmal zu ihm. Und ein volles Risiko aus Spitzenwinkel. Der Nordire mit seinem nächsten Saisontor. Müssen aber aufpassen, dass Leverkusen nicht zuschlägt. 3:1. Jetzt ist es aber Gabriel Jesus. Genau. Vorher gab es eine Möglichkeit, wo wir den Ball hätten vielleicht gewinnen können. Da kam Rayleigh aber genau dort ein bisschen zu spät. Und dann ist es Simmons, Nkunku und Gabriel Jesus, wie die sich da durchkombiniert haben. Auch noch mit Frimpong zwischendurch, glaube ich, war das einfach unglaublich. Ja, super gemacht, Rayleigh für Perea. Komm, warum versuchen wir es denn mal nicht? Zieh doch einfach mal ab. Aber es ist halt jeder Ball nicht platziert genug geschossen. Wir haben auch wieder so gute Möglichkeiten und diesmal sind sie einfach nicht drin, weil Unai Simon aber auch einen saustarken Tag hat. Das muss man ihm lassen. Die Zeit ist nicht mehr zu gehen. Nächster Schuss und wieder der Anschlusstreffer. Diesmal ist es Robert Lund und vielleicht geht doch noch was. 83. Minute. Der Assist geht auf das Konto von Maxim Schuster und dann zieht der Däne einfach mal ab und der Ball schlägt ein. Unai Simon erneut geschlagen. 90. Minute ist angebrochen. Christos Cholis kommt bitte an den Ball ran. Und jetzt geht es hoffentlich nochmal nach vorne mit Hansa Rostock. Mit Robert Lunz. Robert Lunz. Nee, du verlierst doch nicht etwa den Ball. Oh, warum machst du das denn so? Das war ganz schlecht gelöst. Und Hansa Rostock verliert auch das zweite Spiel heute mit 3:2. Gegen Bayern für Leverkusen. Das ist trotzdem noch alles möglich. Die Bayern sind Meister tatsächlich, haben jetzt 9 Punkte Vorsprung, noch 6 zu holen. Keine Glückwünsche gehen da auf jeden Fall daraus. Aber wir sehen, Leute, es ist noch richtig eng. Wolfsburg, ja, die mischen da wahrscheinlich nicht mehr unbedingt mit. Das wird sehr schwer für die. Und wenn wir mal auf die andere Seite der Tabelle schauen, können wir auch sehen, dass Hertha BSC definitiv abgestiegen ist. 7 Punkte Rückstand auf Mainz, da geht nichts mehr. Und für die Freiburger geht es um alles. Die können es noch schaffen. Die Mainzer können am nächsten Spieltag selber alles klar machen. Und Leute, gegen den 1. FC Köln müssen wir jetzt alles. Wirklich, wir müssen dieses Spiel gewinnen. Hansa Rostock empfängt den 1. FC Köln hier am 33. Spieltag. Mit einem Sieg können wir hoffentlich alles klar machen. Christos Cholis, 3 Tore in den letzten 3 Spielen. Wunderbar von ihm die Leistungen gewesen. Und wir empfangen also nun den FC hier zu Hause. Vor heimischer Kulisse Hansa Rostock gegen den 1. FC Köln, die sich auch noch Chancen auf einen europäischen Platz erhoffen. Und es geht direkt mal los mit der ersten Möglichkeit über Christos Cholis, unserem griechischen Superstar. Ball ins Zentrum, Fofana kommt dort ran. Allerdings Flachodimos zur Stelle. Und damit gehen wir dann in die nächste Szene rüber. Bis gleich. Kaspar Janda jetzt mal wieder über links mit Cholis. Am zweiten Posten wartet vielleicht ein Rayleigh. Ball ins Zentrum oder auch ein Fofana. Aber da kommt noch der Innenverteidiger ran.
Wir sehen oben rechts, Thomas Berger hat die Bayern in Führung gebracht. Freut mich für Thomas Berger, freut mich absolut null für den anderen Verein, für den er da spielt. Oh ne, die Kölner sind durch mit Campo, liegt quer. 1:0 nach 29 Minuten für den FC. Wir können eigentlich von Glück reden, dass unsere letzte Folge so grandios lief, weil hätten wir da irgendwas verspielt, dann wäre diese Folge ziemlich schwierig geworden mit dem Tabellenstand. Hier sehen wir Campo, macht das super, umkurfte erneut Hato und quergelegt 1:0 für den FC Köln. Das ist Ferreira, die Nummer 11. Ganz einfach, den muss er machen. Fofana mit der Balleroberung, Tempo-Vorteile bei ihm hier gegeben. Fofana geht Richtung Zentrum, legt den ab für Müller. Er hat's versucht. Das Blöde ist halt, wir rennen jetzt wieder im Rückstand hinterher. Das war auch gegen Hoffenheim und gegen Leverkusen heute so. Ich bin der Meinung, Hansa Rostock kann besser spielen, wenn wir in Führung liegen. Super Idee auch von Hato da reinzugehen. Wunderbar gemacht von ihm. Stark von Fofana mit einem Check hat er da doch noch den Ball gewonnen. Fofana, komm, mach ihn rein. Der Ausgleich in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Köln, Köln wahrscheinlich. Hansa Rostock ist zurück im Spiel. Ausgleich. Das war ein super Check hier von Fofana, dass er diesen Ball noch zurückgewonnen hat. Und dann kann er sein Tempo ausspielen und Vlachodimos ist geschlagen. David Datro Fofana mit seinem nächsten Saisontor. Gucken wir mal, bei wie viel er aktuell steht. Es sind 15 Stück. Ist voll in Ordnung. Was ich mir allerdings auch irgendwie vorstellen könnte, dass wir brauchen einen Topscorer da vorne drin. Fofana ist unser Mann, der die meisten Tore, glaube ich, hat und es sind nur 15 Stück in dieser Ligasaison. Das ist dann leider auch ein bisschen das Problem, dass dann wahrscheinlich ein Fofana und auch ein Perea keine 30 Tore Garanten sind. Wie es zum Beispiel ein Harry Kane bei den Bayern ist. Da haben wir die Chance für Hansa Rostock mit Müller. Nee, das klappt so nicht. Barrero, Mitte ist frei, die ist gut. Fofana, was macht denn die Kölner Verteidigung da? 2-1 Hansa Rostock, Doppelschlag für David Datro Fofana. Was war denn das da gerade von der Viererkette der Kölner? Vlachodimos kann sich fassen, was ist das? Die Flanke war super von Christos Cholis. Und wie frei kann er denn da sein? Vlachodimos auch mit dem Fehler, da muss er rauskommen. Wenn er sieht, dass Fofana da so easy rankommen könnte, da muss er hin, der Grieche mit dem Fehler. Super gemacht, Flanke ins Zentrum, nochmal abgelegt, Fofana, super und den muss er reinmachen. Dreifachwechsel bei Rostock, Kaspar Jan in der Mitte der Ecke, Fofana kommt dort ran, der nächste ist drin. Und es ist der erste Ballkontakt meines Erachtens da von Makaios Smith. Und er macht das 3:1, frisch raufgekommen für Barrero. Hat ein bisschen Glück, dass der Ball direkt zu ihm kommt. Und Hansa Rostock hat die Partie nicht nur gedreht, sondern die Führung auch ausgebaut. Kaspar Janda, Fofana mit einem super Kopfball. Der wäre wahrscheinlich auch drin gewesen, hätte der Verteidiger dort nicht gestanden. Der klärt ihn unglücklich in die Mitte. Und da hat Makaios Smith leichtes Spiel mit seinem wahrscheinlich ersten Saisontor. Kölner haben noch nicht aufgegeben, der Schuss. Der erste gefährliche in Halbzeit 2 für die Kölner. Kein Problem für Lias Koch und wie wir das hier mal wieder hinten rausspielen, ist einfach klasse gemacht. Ecke in der Nachspielzeit, Fofana erneut nicht rangekommen. Ah, das muss jetzt gewesen sein wahrscheinlich. Yep, das war's. Hansa Rostock siegt mit 3:1 gegen den ersten FC Köln. Und ich glaube, damit haben wir die Europaträume der Kölner ein bisschen versaut. Gibt die ganze Zeit Besprechungen bezüglich meiner Leistung. Fischer mit 22 Jahren auf eine 83 hochgegangen. Und tabellarisch haben wir uns... Wir haben uns auf Platz 2... Was? Warum sind wir jetzt auf einmal Zweiter? Was ist denn da passiert? Leipzig hat gegen Bayern verloren und Eintracht Frankfurt, die haben gegen Dortmund verloren. Leute, schaut euch das doch mal an. Das ist der... Da geht es um den letzten Spieltag. Man könnte wieder so eine Konferenz machen. Ich weiß nicht, ob ich da so wirklich Lust drauf habe. Hansa Rostock Zweiter mit 62 Punkten. Dann kommt RB Leipzig mit 60, Frankfurt mit 60, Leverkusen mit 60, Borussia Dortmund mit 59. Und wir spielen gegen Borussia Dortmund am letzten Spieltag. Was haben wir für Begegnungen eigentlich? Frankfurt spielt gegen Bochum, das wird wahrscheinlich ein Sieg für die. Leverkusen spielt gegen Wolfsburg, okay, die sind Achter. Und RB Leipzig spielt gegen Union. Oh, die haben alle leichte Gegner oder leichtere Gegner. Und wir spielen ausgerechnet gegen Borussia Dortmund am letzten Spieltag. Was man jetzt auch sagen kann, ist, dass die beiden Absteiger feststehen. Hertha und Freiburg gehen beide direkt runter. Und für Mainz geht es noch um den Klassenerhalt. Die Augsburger haben es schon geschafft. Und der HSV hat es auch geschafft, tatsächlich. Aber wie heftig ist bitte diese Tabelle? Oh, dem letzten Spieltag. Sowas gab es noch nie. Das bedeutet auf jeden Fall, dass ihr unbedingt bei der nächsten Folge mit dabei sein solltet. Denn das war's mit dieser heutigen Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne ein Like unter diesem Video da. Abonniert den Kanal. Wir sind echt close zu 1600 Abos. Letzte Zeit wieder ein paar dazugekommen. Also herzlich willkommen auf diesem Kanal. Ich hoffe, wir können uns dann wie gesagt in der nächsten Folge wiedersehen. Es stehen wie gesagt nur die Spiele noch gegen Borussia Dortmund an. Und dann noch das DFB-Pokalfinale gegen die Bayern. Ich werde beides selbst spielen. Und ich bin gespannt, wie das ablaufen wird. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Macht's gut, haut rein. Ciao. I just wanna stay bad, stay mad, shit by my shoulder, cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me, ain't nobody like that.
I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back.